Bei uns sitzen Gangmitglieder aus Nordkalifornien, Südkalifornien, Arizona, Texas, Illinois und Utah. Es gibt Crips, Bloods, Gangster Disciples, Vice Lords, Mitglieder südkalifornischer Hispanic Gangs wie die Sureños und die Southsiders. Alle kämpfen gegeneinander und machen sich das Leben zur Hölle. Geld, Schnaps, Drogen, Nightlife. Die Stadt, die niemals schläft. Die Stadt der Sünde, das ist uns eingebrannt. Und deshalb ist hier so viel los, rund um die Uhr. Darum seid ihr hier. Eine Stadt wie Las Vegas gibt es kein zweites Mal. Vor dem Gefängnis kommt das städtische Untersuchungsgefängnis, wo Schuld und Unschuld in der Schwebe hängen. Und man seinem Schicksal jeden Tag etwas näher kommt. Ein Jahr lang hat National Geographic das Leben von Häftlingen und Aufsehern in Las Vegas mitverfolgt. Bei rund 80.000 Verhaftungen pro Jahr weiß man hier nie, wer als nächstes kommt. Brust an die Wand! Ein hartes Jahr, eine harte Zeit. Willkommen in der Clark County Strafanstalt, Heimat für eine wechselnde Mannschaft von 3.500 Häftlingen. Von unbezahlten Strafzetteln bis hin zu Mehrfachmorden. Hier gibt es alles. Die Insassen haben die unterschiedlichsten ethnischen und sozialen Hintergründe. Und die Anstalt muss mit allen klarkommen. Ich komme dann später nochmal. Diese explosive Mischung wird noch weiter verschärft. Fast ein Viertel der Insassen sind Gangmitglieder. Deshalb wurde eine Spezialeinheit ins Leben gerufen, die sich ausschließlich mit dem größten Sicherheitsrisiko befasst, den Gangs. Ihr Anführer, Sergeant Rocco Lepore. Momentan haben wir hier rund 750 Insassen, die wir als Gangmitglieder identifizieren konnten. Sie aufzuspüren und auszuschalten ist ein kontinuierliches Katz-und-Maus-Spiel. Es gibt große und kleine Fische. Die großen Fische sind die Hochrisikogruppe, verurteilte Verbrecher und äußerst gewalttätig. Die kleinen Fische sind wegen geringfügiger Vergehen hier. Man darf die beiden Gruppen nicht zusammenlassen, weil die Großen die Kleinen sonst lebendig verschlingen. Die Anti-Gang-Einheit geht proaktiv vor. In letzter Zeit gab es Gerüchte über einen anhaltenden Konflikt zwischen rivalisierenden Latino-Fraktionen. Um einen Gewaltausbruch zu verhindern, rüstet sich das Team für die Durchsuchung von Block 2J, einem der härtesten der Anstalt. Das sind alles bekannte Gangmitglieder, hohe Tiere. Wir gehen da rein und suchen verwertbare Informationen. Wer gehört zu welcher Gang? Morde, kriminelle Aktivitäten in den Wohnblocks, Waffen. Lauter nette Sachen eben. Die Hispanic-Gang-Mitglieder hier aus Nevada halten sich nicht an die Regeln der kalifornischen Southsiders. Die beiden Gruppen liegen im Clinch, in den Gefängnissen, in den Zuchthäusern und draußen auf der Straße. Rüberkommen. Hände durch den Schlitz. Hände zusammen. Und los geht's. Praktisch jeder in diesem Block gehört zur Hochrisikogruppe oder einer Gang an. Das sind die schlimmsten Kandidaten hier. Wir versuchen, die Drahtzieher zu identifizieren und von den anderen Häftlingen zu trennen, damit sie ihre Geschäfte nicht weiter aus dem Gefängnis heraus betreiben können. Viele Bandenmitglieder kritzeln ihre Spitznamen an die Zellenwand oder die Namen der Gruppierung, in der sie angehören. Und genau danach suchen wir. Bandenzeichen, an denen wir ablesen können, wie der Häftling drauf ist, woran er glaubt. Dieser Typ hier ist ein Gangmitglied aus Nevada. Ein Hispanic. Mit den kalifornischen Sureños oder Southsiders hat er nichts am Hut. Er wurde in Nevada geboren. Das ist sein Revier. Raised in Nevada and is down for the Nevada car.
Wenn er auf einen Sorrenio oder Southsider treffen würde, käme es sofort zu einem Zusammenstoß. Die Gangzugehörigkeit wird in den Unterlagen der Spezialeinheit vermerkt und der Häftling von den kalifornischen Gruppen getrennt. Das alles dient dazu, rivalisierende Gangs auseinanderzuhalten und den Frieden zu wahren. Ich will dich nicht zu den falschen Leuten stecken. Wenn dir irgendeine Art von Ganggewalt passiert, gib mir Bescheid. Du gehörst zu den Southsiders? Ich bin bloß ein stinknormaler Typ. Also ja. Doch man kann die Gewalt nicht immer verhindern. Oben geht der Alarm los. Aufhören! Ergebt euch! In Block 7b ist ein Kampf ausgebrochen. Hier wohnen rivalisierende schwarze Gangs. Als Sergeant Lepore eintrifft, ist zwar alles vorbei. Doch es bleibt die Frage, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder den Beginn einer größeren Sache. Hat das was mit letzter Woche zu tun? Sind da nur Schwarze im Spiel? Ja, Schwarz gegen Schwarz. Wir müssen herausfinden, wo sie herkommen. Kalifornien, Nevada, Bloods, Crips. Dass alles Schwarze sind, macht die Sache nicht gerade leichter. Zwei Verdächtige wurden isoliert und sollen Informationen liefern. Als der Typ von der Hoover Gang dazu kam, fingen sie an zu kämpfen. Welche Gangs waren beteiligt und worum ging es? Verstehe ich das richtig? Dein Zellengenosse gehört zu den Crips und hatte Ärger mit einem Crip von einer anderen Gruppe. Die haben sich gegenseitig blöd angemacht. Ja, so in etwa. Da war also ein Typ von der Donner Street, ein Nevada Rolling 60. Dann du, ein Five Deuce Hoover und dann ein Atlantic Drive. Das heißt also Kalifornien, dann du, auch Kalifornien? Klar. Sie haben eine Gruppe beleidigt. Der Typ aus Las Vegas? Nein, der Rolling 60. Mit diesen Informationen geht Lepore zurück zu seinem Team, um das Mosaik zusammenzusetzen. Er und der Typ von vorhin beschimpften sich gegenseitig. Es steckt immer mehr dahinter hier im Knast. Es geht um Gangs, Rasse, Politik. Wir haben es hier mit Schwarz gegen Schwarz zu tun. Gang gegen Gang, Bundesstaat gegen Bundesstaat. Crips sind sie alle. Das Nevada-Kalifornien-Problem in dem Block da oben, das macht mir echt Sorgen. Das ist eine beunruhigende Erkenntnis, Anzeichen für einen möglichen Revierkampf. Deshalb legt Lepore einen Gang zu. Er schickt das SIRT-Team, die hauseigene Spezialeinheit, zurück an den Tatort, um weitere Informationen zu sammeln. Wir gehen jetzt da rein und nehmen alles auseinander, zeigen Präsenz und sammeln Informationen für Sergeant Lepore. Wir wollen wissen, in welchen Gangs die sind, zu wem sie gehören. Das SIRT-Team und die Anti-Gang-Einheit fahren schwere Geschütze auf. Weg von der Tür! Weg da! Ausziehen! Alles runter, bis auf die Unterhose! Das ist eine mentale Schachpartie zwischen unseren Jungs und deren Jungs. Die Situation ist in ständigem Wandel. Die Gangs verändern sich. Ihre Art zu kommunizieren, ihre Zugehörigkeit zu zeigen. Alles ist in Bewegung und wir müssen den Überblick behalten. Gesicht zur Wand. Wie heißt du, Mann? Dein Name? Woher kommst du? Was meinst du? Woher? Vegas. Vegas? Ja. Ach ja? Die Typen sind knallhart. Darauf werden sie in Kalifornien oder wo auch immer getrimmt.
Die kommen rein und versuchen, ihre Geschäfte abzuwickeln, hier im Knast. Und dann kommen wir ins Spiel. Die Häftlinge müssen ihre Zellen verlassen. Jede einzelne wird durchsucht. Nepors Mission? Die führenden Gangmitglieder zu identifizieren und einen Vergeltungsschlag für den Kampf zu verhindern. Warum sitzt du ein? Uns interessiert das große Ganze. Wir wollen die Typen finden, die das Sagen haben. Die Bandenchefs, die die Fäden in der Hand halten. Ich will vermeiden, dass hier jemand respektlos behandelt wird, verstehst du? Ihr Älteren nehmt das am Ende persönlich und macht Ärger. Wir fahren hier unsere Linie und lassen nicht zu, dass Gangmitglieder oder andere Insassen hier ihr eigenes Programm abziehen. Wir haben hier das Sagen. Gibt es hier drin ein Problem zwischen Kalifornien und Nevada? Nicht, dass ich wüsste. Das kam total überraschend, waren wohl Youngster. Verstehe. Meiner Meinung nach war das ein einmaliges Ereignis. Eine Untergruppe der Crips gegen die andere. Ich denke, wir sind hier fertig. Zumindest für heute scheint die Rivalität beigelegt. Doch im Zuchthaus kann es jederzeit zum Kampf kommen. Und kurze Zeit später steht Block 7b erneut im Rampenlicht. In der Clark County Haftanstalt heißt es erneut Alarmstufe Rot. Und wieder geht es um Block 7b. Hast du Tattoos? NT. NT für Northtown? Und sonst? Hier drüben den Namen meiner Mutter. Und hier Staatsfeind Nummer 1. Der Angreifer ist ein Crip namens Jason Davis. Bei dem Kampf ging es um Respekt. Manchmal kann ich ein echter Hitzkopf sein. Ich schlug ihm mit einem Tablett ins Gesicht. Er knallte mir eine und dann fingen wir an zu kämpfen. Er hat mich respektlos behandelt, weil er ein alter Hase ist und ich ein Youngster. Einige von denen glauben, sie können sagen, was sie wollen, und wir gehorchen einfach. Nur weil sie älter sind, müssen wir ihnen hinterherlaufen. Der heutige Kampf markiert nur das jüngste Kapitel im Leben eines Gauners, der sich einen Ruf erarbeiten will. Denn Jason Davis ist hinter Gittern kein Unbekannter. Mit zarten 27 saß er bereits 4 Jahre im Knast. Und mindestens 3 weitere warten auf ihn. Ein Wiederholungstäter, angetrieben von den Überlebensregeln der Gangsterwelt. Wenn ich mich von einem respektlos behandeln lasse, behandeln mich alle anderen auch so. Wenn du mich missachtest, tue ich das auch. Und das heißt Krieg. Im Knast darfst du so etwas auf keinen Fall zulassen. Wenn dich jemand blöd anredet, ist er sofort dran. Denn wenn du Respektlosigkeit durchgehen lässt, steigen alle mit ein. Und dann hast du 1 Million Typen am Hals. Deswegen lasse ich mich nicht respektlos behandeln. Keiner hier tut das. So läuft das hier drin. Für sein Verhalten kommt Davis in Einzelhaft. Dort wartet er auf seine Anhörung vor dem Verhaltenskomitee. Der heutige Kampf ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Gangkonflikte nicht der Vergangenheit angehören. Und so rüsten sich Lepore und sein Team für einen großen Einsatz. Sie wollen Verbindungen und Rivalitäten unter den Häftlingen aufdecken, indem sie die Beweisstücke lesen, die die Gangster auf der Haut tragen. Tattoos waren in der Geschichte schon immer Zeichen der Gruppenzugehörigkeit. Im Laufe der Zeit haben sich die Gangs dieses Mittel zu eigen gemacht. Sie tätowieren sich ihren Namen, ihre Herkunft, bestimmte Gangzeichen. Tattoos sind für uns von immenser Bedeutung. Sie helfen uns, Gangmitglieder zu identifizieren, insbesondere hochrangige. Die Tattoos sagen uns, welcher Gruppierung die Jungs angehören. Das sind wichtige Informationen, an die die Beamten sonst kaum herankommen würden. Das ist unsere erste Operation Engspot. Ihr bekommt eine Kamera, Schilder für die Namen.
Die erste Aufnahme macht ihr mit dieser Tafel in der Hand. Dann kommen die Tattoo-Fotos. Wenn ihr Tattoo-Fotos der Risikogruppe habt, identifiziert sie und gebt mir Bescheid. Das Team schwärmt aus in Richtung Nordturm, dem Schauplatz der jüngsten Kämpfe. Mein Name ist Officer Seeley. Ich gehöre zur Anti-Gang-Einheit. Wir fotografieren alle Tattoos hier. Bitte ziehen Sie Ihr Hemd aus. Er hat ein Kreuz auf der linken Brust. Aus welchem Barrio? Vor Gericht tun sie immer so, als würden sie zu keiner Gang gehören. Deshalb ist diese Dokumentierung sehr nützlich für uns. An den Tattoos erkennt man nicht nur die Zugehörigkeit, sie enttarnen auch bislang unbekannte Mitglieder. Was stand hier? T-Mac. Man nannte dich T-Mac? Ja. Der hat eine 13 eintätowiert. Ein Biker. Genau. Sein Vater und sein Onkel sind beide Hells Angels und er ist ein Anwärter. Er ist noch im Training. Wir haben nichts über ihn. Er sagt, er will Vollmitglied werden. Gut, den schnappen wir uns. Die heutige Aktion ist ein guter Anfang. Zahlreiche Häftlinge wurden als Gangmitglieder identifiziert. Bei anderen wurde die Zugehörigkeit geklärt. Diese wertvollen Informationen werden katalogisiert. Mit ihrer Hilfe werden rivalisierende Fraktionen auseinandergehalten. Der Frieden im Block bleibt gewahrt. Ich bin lieber im echten Knast, als hier in Untersuchungshaft blöd abzuhängen. Das kotzt mich echt an. Nachdem er einen Kampf angezettelt hat, sitzt Jason Davis seine Zeit in der Disziplinarzelle ab. Doch lange wird er hier nicht bleiben. Bald wandert er für 3 bis 10 Jahre ins Gefängnis. Die Anklage, Einbruch, Raub und versuchte Nötigung. Da ist ein Drogendeal schiefgelaufen. Der Typ zog seine Waffe und ich nahm sie ihm ab. Ganz einfach. Er hat doch nicht das Recht, die Cops zu rufen, ein Drogendealer. Das ist so, als würde ich die Cops rufen. Aber ich bin nun mal schuldig. Daran gibt's nichts zu rütteln. Ich wandere in den Knast und sitze meine Zeit ab wie ein Mann. Ganz einfach. Hey, Snap! Was geht ab? Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr auf mich gestellt. Meine Mutter hatte jede Menge Kinder und es war nicht viel da, also mussten wir uns selbst versorgen, stehlen, Drogen verkaufen. Und so bin ich auch heute noch drauf. Irgendwie beschaffe ich mir, was ich haben will. Dein Ansehen erarbeitest du dir auf der Straße. Und manchmal noch mehr hier im Knast. Ich habe mir meinen Ruf sehr jung erarbeitet. Hey, Kumpel! Wir kommen aus derselben Ecke! Er wuchs auf der falschen Seite der Stadt auf und ließ sich mit der lokalen Gang ein, den Crips. Dort fand er Orientierung und Respekt. Ich komme aus dem Norden von Las Vegas und schloss mich den Donner Crips an. Das Leben war ganz schön tough und in der Gang gab es große Jungs, die auf uns aufpassten und uns formten. Hier drinnen wissen alle, wo ich herkomme. Ich bin ein echter Gangster. Das ist gut, weil jeder weiß, dass er sich besser nicht mit mir anlegt. Aber es ist auch schlecht, weil ich immer unter Beobachtung bin. Im Jugendknast hatte ich schon härtere Kämpfe. Die Welt hier drinnen steht auf dem Kopf. Schlecht bedeutet gut, denn nur so kommst du an deinen Ruf. Und der ist wichtiger als alles andere. Hier wird genauso rumgequatscht wie auf der Straße. Jeder weiß, was in deiner Akte steht. Während Davis an seinem Ruf arbeitet, kämpfen andere Häftlinge schlicht ums Überleben. Besonders im Nordturm, wo erneut ein Kampf ausgebrochen ist, diesmal im Block 7a. Ein Häftling wurde während des Essens zu Boden geprügelt und mehrmals geschlagen. Dann hat man ihn zu seiner Zellentür gezerrt und schlug weiter auf ihn ein.
Dieser Block ist von Paisas und Sureños beherrscht. Zwei einflussreiche Gangs im Gefängnis. Paisas sind Mexikaner. Sie schließen sich zusammen, um sich gegenseitig zu schützen. Die meisten sprechen kein Englisch. Sureños dagegen sind echte Gangster. Von den Paisas halten sie nicht besonders viel. Der Kampf könnte das Anzeichen eines Revierkampfes sein. Deshalb ist es wichtig, schnell den Auslöser zu finden. Wir konnten die Suche mit Hilfe des Überwachungsvideos eingrenzen. Es handelt sich um Zelle 3 oder 6. Diesmal leitet Officer Gonzalez die Untersuchung. Er beginnt mit einem Paisa namens Ramirez, der durch das Video identifiziert wurde. Wir glauben, dass er einer der Beteiligten ist, wegen seiner Frisur. Die Person, die vom Tatort weglief, trug einen Pferdeschwanz. Weißt du, warum wir hier sind? Der Kampf? Ein Southsider saß bei den Paisas und ein Streit brach los. Sie begannen zu kämpfen. Seine Version? Paisas und Sureños streiten. Die Sureños an den anderen Tischen stehen auf. Das Opfer schlägt Ramirez und so beginnt der Kampf. Doch das Wort des Gangsters ist nicht viel wert. Sergeant Lepore erhält Nachricht von einem Informanten unter den Häftlingen, einem sogenannten Kite. Ich habe eine Nachricht von meinem Informanten da oben bekommen, einem Paisa. Ich denke, er ist Hispanic. Und er bezeichnet Mr. Ramirez als hohes Tier in dem Block. Vielleicht macht er uns etwas vor. Vielleicht spielt er sogar ein doppeltes Spiel. Offensichtlich war der Kampf ein Machtspiel, mit dem Ramirez seine Autorität festigen wollte. Der ist aus Zelle 13? Ein weiterer Häftling wird herbeizitiert. Das Opfer Ramon Dorado. Ich bin Officer Seeley von der Anti-Gang-Einheit. Dorado ist kein unbeschriebenes Blatt. Er behauptet, ein Paisa-Veteran zu sein und zu den Schlüsselfiguren der Gang zu gehören. Es war 3-4 Uhr morgens und wir saßen beim Frühstück. Er machte den ganzen Tisch schräg an. Dann flogen plötzlich Stühle. Wenn dir jemand einen Schlag verpasst, was machst du da? Mich verteidigen. Ganz genau. So gut du kannst. Auch wenn du nichts mit der Sache zu tun hast. Plötzlich kassierst du grundlos Schläge. Du hast keine Ahnung, was los ist. Aber du versuchst, deine Haut zu retten. All das gehört zum Leben eines Gangsters. Das Revier um jeden Preis verteidigen, ob du willst oder nicht. Oft sind wir selbst verantwortlich für das, was passiert. Oft aber auch nicht. Uns bleibt keine Wahl. Genauso wenig wie euch. Wenn jemand auf euch feuert, feuert ihr zurück. Entweder musst du daran glauben oder der andere. Gab es deiner Meinung nach irgendwelche Spannungen seit heute Morgen? Am Nachmittag? Wir sind definitiv in Alarmbereitschaft. Im Moment haben wir hier leider viel mehr Sureños als Paisanos. Viel mehr von denen als von uns. Da vorne nach rechts. Nach der Befragung geht Dorado zum Arzt. Die Schwellung ist schon etwas zurückgegangen. Die Wunde wird heilen. Doch für seine Rolle im Kampf wandert er in Einzelhaft. Nur ein weiteres Kapitel im Alltag eines Gangsters. Dorado ist im Zuchthaus, weil er seine Bewährungsauflagen verletzt hat. Und das ist nicht der erste Knastbesuch in einem Leben voller Drogen und Kriminalität. Diesmal kommt die Strafe zu einem besonders schlechten Zeitpunkt. Er weiß seit kurzem, dass sein Sohn krank ist. Ein paar Tage nach meiner Festnahme fiel er um und wurde ohnmächtig. Er hat irgendeinen Tumor, der den Sauerstoff- und Blutzufluss zum Hirn blockiert. Das ist sehr gefährlich. Sie haben in ganz Vegas versucht, mich zu erreichen.
Ich weiß nichts Näheres. Sie haben keine Ahnung, dass ich hier bin. In Los Angeles fanden sie ein Krankenhaus. Dorthin wurde er so schnell es ging gebracht, weil sein Zustand so schlimm war. Am Tag seiner Operation hatte ich plötzlich so ein Gefühl. Er erschien mir im Traum. Und ich wachte auf und dachte, ich muss anrufen. Ramon Dorado. Für seine Beteiligung am Kampf sitzt Dorado in Einzelhaft und wartet darauf, einem neuen Block zugeteilt zu werden. Das bedeutet nur eine Stunde Freigang pro Tag. Wenig Zeit, um zu telefonieren. Außerdem hat er kein Geld mehr. Hey, Mississippi. Er braucht Hilfe. Kennst du einen guten Kautionsagenten? Ich muss ein paar Anrufe machen. Seine Strategie? Seine Familie mit Hilfe eines Kautionsagenten anzurufen. 378, und wie weiter? Mit der Nummer stimmt was nicht. So ein Mist. Warum? Was ist los? Die Nummer ist gesperrt. Hast du auch lange genug läuten lassen? Ja, habe ich. Doch mit wenig Erfolg. Jeder Kampf hat seinen Preis. Ich fühle mich, als hätte man mich hier vergessen. Heute ist schon Freitag und ich habe kein Mal mit meinem Sohn gesprochen. Dorado ist zwar in Einzelhaft, doch in seinem ehemaligen Block herrscht immer noch der Ausnahmezustand. Ein unausgewogenes Spielfeld führt leicht zu einem Machtkampf. Deshalb läuft die Suche nach dem Ober Sorrento auf Hochtouren. Wenn es der Anti-Gang-Einheit nicht gelingt, den Konflikt zu schlichten, droht die Eskalation. Zwischen Paisas und Sorrentos da oben herrschen Spannungen. Dieser eine kleine Vorfall könnte sich zu einer Explosion ausweiten. In der Clark County Strafanstalt ist für Jason Davis der Tag der Entscheidung gekommen. Wegen Anzettelung eines Kampfes wird er vor dem internen Verhaltenskomitee angehört. Der überzeugte Crip bleibt stur. Mr. Davis, nehmen Sie Platz. Ich bin Officer Warner und das hier ist Officer Lee. Wir führen Ihre Anhörung durch. Sie werden des Kampfes mit einer anderen Person beschuldigt. Wie bekennen Sie sich? Schuldig. Was ist passiert? Es gab einen Streit. Man redete sich gegenseitig schräg von der Seite an und dann kam es zum Kampf. Der eine schlug den anderen. Wer schlug als erster zu? Wirklich? Ich weiß es nicht. Flog ein Tablett? Nein, da war nichts. Wir erklären Sie für schuldig. Die Strafe 20 Tage Disziplinarunterkunft. Fragen? Nein. Dann alles Gute, Sir. Sie fragten mich, ob ich etwas zu sagen hätte. Mit denen rede ich nicht. Die hatten ihr Urteil doch schon gefällt. Da können Sie mir gleich ein Stück Papier unter der Tür durchschieben, auf dem steht, ich kriege 25 Tage. Denen habe ich nichts zu sagen. Wenn ich aus dem Loch rauskomme, werden die anderen mich respektieren. Keiner legt sich mit mir an. Ob es mir hier drin gefällt? Natürlich nicht. Aber wenn mich das nächste Mal irgendjemand schief anguckt, gehe ich gerne wieder hier rein. Davis' Plan scheint aufzugehen. Der Kampf macht bereits die Runde und trägt zu seinem wachsenden Ansehen bei. Hast du gesehen, wie ich ihn platt gemacht habe? Du hast ihm den Arsch poliert. Genau. Während Davis sich in der Einzelhaft einlebt, hofft Ramon Dorado herauszukommen. Seit einer Woche hat er keine Neuigkeiten von seinem Sohn. Doch sein Gerichtstermin naht. Und damit die Chance auf eine OR, eine vorläufige Freilassung gegen Zusage einer Gegenleistung. Doch diese Chance ist für ihn als Wiederholungstäter minimal. Ich beantrage eine vorläufige Freilassung, um meinen Sohn zu sehen.
Er weiß nicht einmal, dass ich hier drin bin. Natürlich bin ich nervös. Und ich habe Angst. Meine Familie braucht mich jetzt. Ich habe darüber nachgedacht, warum ich hier bin. Es ist ganz allein meine Schuld. Die Strafe für die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Irgendwann beißen sie dich. Ramon Dorado, Aktenzeichen 11F2 1940. Die Bezirksstaatsanwältin hat das Wort. Euer Ehren, ich möchte seinen Haftstatus ansprechen. Er hat allen Grund, wieder vor Gericht zu erscheinen. Denn beim kleinsten Vergehen muss er für mindestens 3 Jahre ins Gefängnis. Deshalb beantragen wir eine OR. Darf ich etwas sagen? Ja, aber bitte nichts zum Fall. Meinem Sohn, das ist jetzt sehr persönlich, wurde kürzlich ein Tumor entfernt. Ich war in Haft und wusste nicht, dass meine Familie nach mir sucht. Sie hatten keine Ahnung, dass ich im Gefängnis bin. Das ist ein Notfall. Ich muss nach Hause und meinen Sohn sehen. Die Frage ist, warum wir Sie wieder auf Bewährung setzen sollten. Sie haben eine dicke Akte, auch wenn keine Gewaltstraftaten darunter sind. Eigentlich sind Sie kein Kandidat für eine OR. Da Sie aber einen Bewährungshelfer haben, der auf Sie Acht gibt, setze ich Sie auf freien Fuß. In einem Monat erscheinen Sie wieder hier. Und ich will nicht einmal einen Strafzettel sehen. Meine Gefühle stehen Kopf. Ich bin immer noch voll mit Adrenalin und zittere innerlich. Wenn sie mit deiner Akte anfangen, hast du in 90% der Fälle verloren. Dann gehst du nirgendwo hin. Dorado! Sir, kommen Sie. Ihr seid noch nicht dran. Dorado kehrt zurück auf die Straße. In die Freiheit. Und kann endlich seinen Sohn anrufen. Angel. Ja? Hallo, mein Sohn. Hi. Ich komme so schnell es geht zu dir. Entschuldige, ich habe es nicht früher geschafft. Es ist viel passiert. Was sagt der Arzt? Ist alles okay? Ja, soweit. Soweit? Ja. Ich hab dich lieb, Junge. Du fehlst mir. Dorado ist zwar frei, aber wie kommt er jetzt nach Hause? Seine Familie ist noch in Kalifornien und laut seiner Bewährungsauflagen darf er Nevada nicht verlassen. Aus Las Vegas herauszukommen wird nicht leicht. In der Clark County Strafanstalt ist die Anti-Gang-Einheit wieder auf den Beinen. Sie ist unterwegs zur Einzelzelle eines hochrangigen Risikohäftlings aus Nevada, in der man während einer Routineinspektion eine alarmierende Entdeckung machte. Das ist ungewöhnlich. Die Fuge hier ist rausgekratzt. Warte mal. Klingt doch irgendwie anders. Hol. So etwas sehe ich hier drin zum ersten Mal. In diesem Block sind die Häftlinge getrennt untergebracht. Dadurch wollen wir verhindern, dass verbotene Ware von Zelle zu Zelle wandert. Möglicherweise dient der Hohlraum dahinter als Versteck. Vielleicht lagern da Waffen, Todeslisten oder andere Dinge, die eigentlich nicht hier sein sollten. Wir werden jetzt den Ziegel entfernen. Dann sehen wir, ob sich etwas dahinter versteckt. Wir schicken das SIR-Team in jede Zelle. Die sollen jeden einzelnen Ziegelstein überprüfen und sicherstellen, dass hier nichts Illegales läuft. Ausziehen. Das SIR-Team rückt an, um den Block unter Kontrolle zu bekommen.
Und die Beamten nehmen jede Zelle gründlich auseinander. Den Typen fallen immer wieder neue Plätze ein, an denen sie ihr Zeug verstecken können. Das Team entdeckt verbotene Gang-Graffitis. Santa Muerte ist der Schutzpatron der Drogenschmuggler und für alle möglichen anderen Leute, die man am besten wegsperrt. Mit dieser Zeichnung wollen sie sagen, dass sie Killer sind oder dafür beten, zu töten, anstatt getötet zu werden. Das müssen wir auf jeden Fall melden. Und noch ein Fund. Ein Hygieneartikel, der als Waffe genutzt werden soll. Das sind zwei Esslöffel und eine kleine Tasse. Diese Chemikalie entfernt die Haare von der Haut. Aber wenn man das jemandem ins Gesicht wirft, einem Kampfgegner oder einem Beamten, dann ist er absolut wehrlos. Hinter dem Ziegelstein wird nichts gefunden. Doch er erinnert auf unheilvolle Weise daran, dass man Sicherheit mit konstanter Wachsamkeit bezahlen muss. Oben in der Isolationsabteilung gehen die Beamten ihrer täglichen Routine nach. Und die Anti-Gang-Einheit kann den Kampf in 7A endlich aufklären. Nach gründlicher Untersuchung steht fest, dass der Aggressor Luis Ramirez heißt. Auf ihn warten nun Disziplinarmaßnahmen. Sagen Sie ihm, er ist angeklagt wegen Körperverletzung. Plädiert er auf schuldig oder nicht schuldig? Bist du schuldig? Ja, schuldig. Doch er behauptet weiter, bloß zwischen die Fronten geraten zu sein. Zwei andere Personen hatten Streit. Damit das Problem nicht noch größer wurde, schritt er ein. Wir befinden ihn für schuldig. 30 Tage Disziplinarhaft. Er hat keine weiteren Fragen. Das war's. Er bleibt bis zum Ende seines Aufenthalts hier in Disziplinarhaft. Ramirez ist endlich weggesperrt. Doch die Ordnung in 7a ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Deshalb ruft Officer Seeley von der Anti-Gang-Einheit einen potenziellen Drahtzieher der Sureños zu sich. Er hofft auf diesem Wege, die Spannungen zu beenden. Ihr Typen erzählt mir nie, was wirklich Sache ist. Ich muss immer wieder nachbohren. Aber das ist mein Job. Euer Job ist Schweigen, meiner nachbohren. Nur, dass wir uns auch richtig verstehen. Von den Jungs erfahren wir gar nichts. Das gehört zu ihren Regeln. Wenn sie uns etwas erzählen, stehen sie vor den anderen ganz schlecht da. Das lernen die von Kindesbeinen an. Wenn wir sie hier runterholen, weichen sie aus und sagen, sie wissen nichts. Darauf sind wir vorbereitet. Ich weiß, dass du da oben zu den Strippenziehern gehörst. Und ich weiß auch, dass es bereits Drohungen gab. Ich bin ein Niemand. Das behaupten sie alle. Sieh mir in die Augen. Sehe ich aus wie ein Trottel? Das habe ich nicht gesagt. Dann hör auf, mich zu beleidigen. Ich weiß, wie das bei den Sureños läuft. Ich bin seit 15 Jahren im Gang-Business. Wir sitzen hier, weil die Paisas und die Hispanics ein paar Probleme hatten, richtig? Du bist ja jetzt aus dem Spiel. Wenn ich eure Nummer 2 da oben in Ruhe lasse, bleibt er cool oder macht er Ärger? Er bleibt cool. Sicher? Unruhe stiften und spalten. Ein Klassiker im Repertoire der Anti-Gang-Einheit. Und mit diesem letzten Schritt sind die Spannungen hoffentlich Vergangenheit. Wir verlegen ihn in eine andere Abteilung und halten ihn unter Beobachtung. Und wenn er noch einen Mucks macht und sich dann rausreden will, kommt er für den Rest der Zeit ins Loch. Die Sureños, die uns hier Kopfschmerzen bereitet haben, sind alle weg. Ich sehe keine weiteren Probleme. Jetzt geht alles wieder seinen ganz normalen Gang. Bis zum nächsten Zwischenfall.
In der größten Haftanstalt von Las Vegas ist für Jason Davis der Tag der Entlassung gekommen. Doch sein Weg führt ihn nicht in die Freiheit, sondern ins Gefängnis. Für ihn ist das eine Art Heimkehr in bekanntes Terrain. Ich habe im Gefängnis schon einiges mitgemacht. Von den älteren Jungs, die wissen, wo es lang geht, habe ich viel gelernt. Ich bin bereit, meine Zeit abzusitzen, alles hinter mich zu bringen. Im echten Knast respektiert man dich vielleicht mehr. Die Jungs dort verstehen, dass du da jetzt hingehörst. Davis kommt für mindestens 3 Jahre hinter Gitter. Genug Zeit, um weiter an seinem Ruf zu feilen, der in der Welt der Gangster von zentraler Bedeutung ist. Was auch immer du im Knast machst, gelangt auf die Straße. Wenn du hier drinnen jeder Auseinandersetzung aus dem Weg gehst und den anderen in den Arsch kriegst, kriegt das da draußen jeder mit. Das Gefängnis beherrscht die Straße. Versteht ihr? Was ich tue, tue ich freiwillig. Niemand zwingt mich dazu. Mir gefällt das. Wenn sie mich heute laufen lassen, mache ich sofort weiter mit meinen Geschäften. Ich höre erst auf, wenn ich aufhören will. Wir haben alle Verstand im Kopf und wissen, was wir tun. Ich kann richtig und falsch unterscheiden. Klar könnte ich mir einen Job suchen und einen auf Frau und Kinder machen. Aber ich habe mich für das Leben auf der Straße entschieden. Und ich mache weiter, bis ich keine Lust mehr dazu habe. Die Haftanstalt von Las Vegas verliert den einen Insassen und bekommt dafür einen anderen. Oben zieht ein regelmäßiger Gast wieder ein. Ramon Dorado ist zurückgekehrt. Zuerst lief alles gut. Ich meldete mich bei meinem Bewährungshelfer und erfuhr sämtliche Regeln und Vorschriften. Ich sagte ihnen, ich müsse den Bundesstaat verlassen, um meinen Sohn zu sehen. Sie sagten, ich müsse um Erlaubnis bitten und 30 Tage warten. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, meine Familie verschweigt mir etwas und weicht aus, wenn ich nach meinem Sohn frage. Ich tat, was ich zu tun hatte, suchte mir einen Job und war voller Zuversicht. Doch bevor er die Erlaubnis zur Ausreise erhielt, trafen Neuigkeiten aus Kalifornien ein. Sein Sohn war gestorben. Ich hielt am ersten Schnapsladen an, den ich finden konnte. Und dort saß ich eine Weile. Ich kippte den 5. Schnaps oder so runter. Und dann fuhr ich nach Hause. Ich fühlte mich wie betäubt und dachte, ich sterbe. Zum Teufel mit Drogen und Sex. Zum Teufel mit dem Staat. Zum Teufel mit mir. Ich wollte nichts mehr fühlen. Mir war alles egal. Selbstmord durch einen Polizisten? Das macht man, wenn man nicht den Mumm hat, selbst abzudrücken. Als nächstes erinnere ich mich daran, wie ich verhaftet wurde. Und ich dachte, jetzt stirbst du also. Irgendwie versuchte ich, die Handschellen loszuwerden. Ich schrie den Cop an und widersetzte mich allem, was er mir sagte. Erschieß mich. Aber er tat es nicht. Er tat's nicht. Der Berufsgangster Dorado setzte sein Leben aufs Spiel. Oder was davon übrig ist. Ich habe als Ehemann versagt, als Bruder, als Sohn und als Vater. Die Menschen verlassen den Knast und sind frei. Aber nur körperlich. Mental sind sie immer noch hinter Gittern. Ich denke, ich bin immer noch ein Gefangener meines eigenen Geistes.